Ja, wie? So, du erkundschaftest noch das hier, dann wärst du Zivilist. Nachdem du hier oben nochmal dich vollgefuttert hast. Lernst in der Schule Farmer und dann arbeitest du auf dem Bauernhof und ziehst da ein. Ich kann dich ja schon mal hier einziehen lassen, so. Ja. Oh, ich kann dich hier drüben hinschicken, um da was zu essen. Das ist eine gute Idee. Aber erstmal hier ein kleiner Zwischenstopp. Hi. Achso, du holst Stein. Du hältst Nickerchen. Ist auch gut. Oh ja, ich muss dich was essen lassen. Ich kann dich auch hier was essen lassen. Fällt mir gerade so auf. Aber ist erstmal hier. Du hast den Träger erfunden, sehr gut. Du hast Steinmetz erfunden. Auch gut. Nahrung wird jetzt eingelagert. Zwei Familienhaus ist fertig. Jägerzelt steht schon eine Weile leer. Oh. Ja. Okay, wo ist jetzt mein Kundschafter gerade? Da. Hau mal hier weg. Weil das Holz, was hier oben ist, das dürfte reichen. Dann kann ich die vier hier weghauen und hoffentlich habe ich dann Platz für ein, zwei Familienhaus. Ja, gut. So, du wirst Zivilist. Lernst Farmer. Und eine Bäckerei ist fertig. Gut. Dann arbeitest du jetzt dort. Schläfst dort. Ich glaube, ich lasse dich dann unseren zweiten Jäger heiraten, nämlich Hut. Hur oder Hut. Und Brand wird unser zweiter Holzfäller. Gut. Ja, hier ist alles okay, was unsere Wegweiser betrifft. Ich wünschte, ich könnte die Karte hier größer machen, aber das kann ich leider nicht. Weil ich sehe schon nicht sonderlich viel und ihr seht wahrscheinlich noch weniger auf der Karte. So, wenn du keinen Stein findest, dann lach ich. Weil hier ist mehr als genug Stein. So, du bist erwachsen. Das heißt, du wartest, bis sie erwachsen ist, was gleich passieren sollte. Ja.
So, sie ist erwachsen. Das heißt, heiratest sie. Und dann ab in die Schule mit dir. Ja, keine Chance. Dann spielen die Erwachsenen in die Schule müssen. So, fehlst nur noch du, Brand. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Gut. So, zwei Familienhaus ist auch fertig. Das heißt, wir brauchen dann nur noch eine zweite Bäckerfamilie. Jäger. Du bist erwachsen. Möbelwerkstatt steht schon lange leer. Das ändern wir gleich. So, du wirst Holzfäller. Du bist jetzt Jäger. Gut. So, du hast Tischler erfunden. Das ging natürlich wie immer schnell. Ja. Mach mal bitte Werkzeugschreiner als nächstes. So. Du hast Holzfäller gelernt. Das heißt, du kannst da arbeiten und da einziehen. So, und wir können uns um die letzte Baumaßnahme kümmern. Nämlich um Straßen. So, erstmal auf der Seite ein bisschen. Straßenbau. Auch wenn das Steine kosten wird. Ich finde es schön, dass unser Steinmetz immer wieder zu dem Wegweiser geht. Bevor er hier arbeitet. So, ach ja, jetzt muss ich mich mal... Frau. Mann kümmern. Für die zweite Bäckerei. Ich habe jetzt wirklich gerade den Drang, diesen Wegweiser einzureißen. Wisst ihr was? Ich reiß ihn ein. Wenn wir ihn brauchen, dann errichte ich ihn neu. Wo gehst du jetzt bitte hin? Ernsthaft, jetzt gehst du zu dem Wegweiser da unten hin.
Dann reiße ich den halt auch ein. Also, er geht arbeiten. So, unsere Jäger. Wo bist du? Was machst du da unten? Arbeite bitte da oben. Außerhalb der Reichweite dieses Wegweisers. Schusterei steht schon lange leer, ja. Danke, dass du jetzt wieder arbeitest. So, du kannst jetzt wieder Holz fällen. Oh, er arbeitet, Gott sei Dank. Ja, an der Bäckerei arbeiten wir gerade. Während hier die Straßen langsam werden. Ach, du bist gerade zu Hause. Okay. Schuhe haben wir mehr als genug. Möbel geht noch so. Geschirr auch. Wir machen es anders. Ich versuche mal was anderes. So, Kundschafter. Gut, errichten wir die Wegweiser neu. Oder noch besser, errichten wir direkt vor deinem Zelt einen Wegweiser. Beim Holzfäller scheint das ja nämlich zu funktionieren. Also gehen wir mal davon aus, dass es bei dir auch funktionieren wird. So.